Wieso bleibst mir du jetzt da nicht stehen? Da ist ja so flach. Da braucht man keine Steigeisen, oder? Ja, das stimmt. In gut zu spurendem Schnee, im aufgeweichten Firn oder auf dem flachen, griffigen Eis können wir uns auch ohne Steigeisen fortbewegen, solange wir uns dabei sicher fühlen. Mäßig steiles Gelände begehen wir mit Stöcken in Serpentinen. Wir gewinnen mit dem Bergfuß an Höhe, während wir den Talfuß mit einer leichten Pendelbewegung beiziehen. Querungen führen wir leicht ansteigend durch, was das Gelände weniger steil erscheinen lässt. Im Abstieg können wir meist direkt in Falllinie gehen. Steiles Gelände begehen wir im Diagonalaufstieg. Die Stöcke tauschen wir jetzt gegen den Pickel. Wir bewegen uns im Dreiertakt. Den Pickel, den wir immer in der Berghand halten, setzen wir zuerst. Dann folgen hintereinander die Füße, wobei die Spitze des Talfußes mit zunehmender Steilheit weiter ins Tal zeigt, um einen möglichst vollen Sohlenstand zu erreichen. Querungen im steilen Firn machen wir mit dem Gesicht zum Hang. Das vordere Bein spreizen wir in Querrichtung aus und ziehen das hintere Bein nach. Der Pickel in der vorderen Hand gibt uns Halt. Die Haue zeigt nach vorne. Auf kurzen Strecken im harten Firn kann es notwendig sein, mit den Füßen Stufen zu schlagen. Mit dem sogenannten Sichelschlag schaffen wir mit der bergseitigen Sohlenkante eine hangeinwärts geneigte Trittkerbe. Für ganz kurze Passagen im Eis kann es nützlich sein, dass man Stufen schlägt. Meistens ist es aber besser, die Steigeisen früh genug zu montieren. Ich habe ja immer gesagt, am Berg musst du nichts beweisen. Zieh lieber um, die Eis. Bei harten Firn und Eis ist immer besser, wenn man sich früh genug für die Steigeisen entscheidet. Je nach Steilheit vom Gelände und den Verhältnissen gibt es drei verschiedene Steigeisen-Gehtechniken. Bei der Vertikalzackentechnik sind Sprung, Knie und Hüftgelenke im Aufstieg leicht gebeugt. Die hüftbreite Schrittstellung mit nach außen zeigenden Zehenspitzen verhindern das Verhaken der Steigeisen. Je steiler das Gelände im Aufstieg wird, desto mehr Beweglichkeit ist im Sprunggelenk notwendig, weil der Talfuß immer stärker bergab zeigen muss, damit alle Zacken im Firn bleiben. Im sehr steilen Gelände verwenden wir die Frontalzackentechnik, also lediglich die vordersten 2 bis 4 Zackenpaare und schlagen diese mit hüftbreiter Fußstellung und hängenden Fersen dosiert ins Eis ein. Die Wadenmuskulatur wird bei der Frontalzackentechnik stark beansprucht, weshalb wir die Steigeisen vorzugsweise in flachen Stellen platzieren. Zusätzlich zu den Steigeisen brauchen wir auf Hochtorarm Pickel. Im harten Firn und Eis bis ca. 40 Grad benutzt man den Pickel als sogenannten Spazierstockpickel. Die bergseitige Hand umschließt den Pickelkopf und die Haue zeigt nach hinten. Im mäßig steilen Gelände gehen wir im Zweiertakt mit dem gegenüberliegenden Fuß. Wird es steil oder der Untergrund härter, dann wechseln wir auf den Dreiertakt. Bei tieferem Schnee und Firn rammen wir den Pickelschaft für mehr Halt so tief wie möglich in den Schnee. In steilen Eis- und Firnflanken zwischen 40 und 55 Grad verwenden wir die sogenannte Stützpickeltechnik, gemeinsam mit der Frontalzackentechnik. Dabei umschließt die Hand jetzt den Pickelkopf und die Haue zeigt dabei nach vorne. Wir drücken den Pickel im Zweier- oder Dreiertakt je nach Steilheit zwischen Brust und Hüfte neben uns in den Firn. Mit der zweiten Hand stützen wir uns im Firn ab, wenn wir nur einen Pickel verwenden. Wenn es noch steiler oder eisiger wird, verwenden wir die Ankertechnik. Den Pickel schlagen wir am Schaftende haltend aus Schultern und Ellbogen am langen Arm gezielt in Mulden und Dellen im Eis ein. Am Ende der Bewegung erfolgt der zusätzliche Impuls aus dem Handgelenk, mit dem der Pickel besser ins Eis eindringt. Nun können wir mit den Füßen höher steigen und halten den Pickel immer unter leichtem Zug nach unten. Das Lösen erfolgt durch leichtes Auf- und Abbewegen. Für längere Eisflanken wird meistens ein zweiter Pickel bzw. 2 Eisgeräte verwendet. Der Pickel dient uns auf Hochtour nicht nur als Fortbewegungshilfe, sondern ermöglicht uns bei einem Sturz ein Bremsen auf steilen Firn. Sobald wir in die Bauchlage mit talwärts gerichteten Beinen gelangt sind, fixieren wir den Pickelschaft mit der anderen Hand und drücken die Haue in den Firn. Aber passt's auf, wenn ihr Steigeis montiert habt, müsst ihr unbedingt darauf achten, dass die Zacken nicht im Firn hängen bleiben. Gebremst wird nur mit der Pickelhaue. Die Füße bleiben in der Luft.
Das Raufgehen ist nur die halbe Miete, weil wir müssen ja wieder runter vom Berg. Beim Abstieg ist die Hüfte nur ein bisschen stärker gebeugt als im Aufstieg. Alle Vertikalzacken müssen wieder sicheren Halt im Eis finden. Und der Körperschwerpunkt muss immer über den Füßen sein. Die Vertikalzackentechnik nennt man auch Eckensteintechnik. Ah, die Eckensteintechnik. Die Technik geht auf den Engländer Oskar Eckenstein zurück. Und mit den Frontalzacken, da waren wir auch schon unterwegs. Immer noch mal einen Kleber. Thank you.